Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Stream, Highlights, Video. Heute gucken wir uns an, wie FIFA in 5 Jahren aussehen wird. Auf dem Thumbnail sieht man schon Ronaldo, Mbappé und Messi voll gealtert. Sehr cool. Bewerten, abonnieren nicht vergessen, Leute. Schafft mir 500 Likes, wäre super duper. Ansonsten geht's rein ins Video. This is how FIFA will look like in 5 years. Van Dijk. Mit einem 84er Rating, guckt ihn euch mal an. So sieht er wahrscheinlich dann in 5 Jahren aus. Kann sein, mit 35. Man sieht auch die Veränderung von Chiellini und so. Ich denke aber, mit 35 wird er trotzdem noch ein 87er Rating oder so Minimum haben. So, Chiellini hat sich auch lange gehalten. Harry Kane, boah, der in 5 Jahren. Oh, Digga, mit einer neuen Frise, ich sag euch ehrlich, würde ihm stehen, ne? Real Talk. Okay, ihr seht es gerade nicht richtig, warte mal. Ich sag ehrlich, Leute, mashallah, der allerechte James Dean, oder nicht? Der allerechte James Dean. Buffon. Oh, ja, safe. Also wenn Buffon keine Icon bekommt, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich den Glauben an EA verloren. Der muss eine richtig geile Icon-Karte bekommen. Ansu Fati, dann ist er 23 Dreadlocks. 88er Rating, da sehe ich ihn eigentlich. Er ist ein mega Talent, ne? Jo! Wir kennen das Ganze. Your next FIFA 22 Pack, if you. Also, wenn du das Video hier jetzt likest, dann siehst du diese Karten, die da eben eingeblendet wurden, in deinem nächsten Pack. Oder die. Boli. Anthony. Oh, bei Chelsea sehen die ihn in 5 Jahren. Ich bin ruhig, Leute. Ich sag da gar nichts. Ich weiß vielleicht von etwas. Ich weiß von gar nichts. Boah. Meint ihr, Adeyemi ist so ein Bayern-Transfer? Meint ihr, der wird so zu Bayern passen? Ich sehe Adeyemi, bin ich ehrlich, eher so bei Real Madrid, Barcelona, Premier League eher weniger, weil er ist so ein bisschen kleiner und so. Aber ich glaube, da könnte er sich auch gut durch sein Dribbling oder so durchsetzen. Aber vielleicht auch bei Bayern. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Ey, wäre krass. Bayern, BVB, sowas. Wer will. Aber ja, 86er Rating wird er, glaube ich, haben. Also wenn er sich so weiterentwickelt, wie er sich gerade entwickelt, dann noch weiter nach oben, noch weiter nach oben. Ich glaube, Bale kriegt kein Icon. Ich glaube nicht. Ich glaube, Bale kriegt kein Icon, Leute. Bellingham könnte ein gutes Upgrade bekommen. Ja, doch. Der wird bestimmt auch irgendwann wieder in die Premier League wechseln. Gesicht. Ja, doch, Liverpool, Chelsea, Manchester United, so sehe ich ihn schon irgendwie. Tschüss. Was versprechen die sich denn für ein Upgrade für Greenwood? Ist das so geisteskrank gut? Also das ist schon ein sehr, sehr wildes Upgrade, ne? Vlahovic auch auf 88 hoch. Boah, ich freue mich schon so in 5 Jahren, falls ich noch FIFA-YouTube machen sollte, was ich hoffe, weil FIFA genau meine Leidenschaft ist, so zu sehen, was dann wirklich gekommen ist. Chiesa, ey, der hat wirklich gerade eine wilde, wilde Karriere, ne? EM gewonnen mit Italien, spielt eine super Saison bei Juve, spielt super eigentlich allgemein. Ja, 99er Prime Icon Moments muss kommen. Muss kommen. Junge, stell mal vor, die Karte wird wirklich so 98 Tempo, 99 schießen. Alter, wird die teuer. Die wird teurer als R9 sein, ne? Die wird teurer als R9 sein, glaube ich. Ja, doch, doch, sehe ich auch, sehe ich auch. Davis Upgrade sehe ich auch, sogar vielleicht auf 89 oder so. Außenverteidiger mal schwierig, so ein 89er Rating zu bekommen, aber ist machbar. Oder nicht? Davis ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. So haben die sein Bild genommen. Komplett so. Den hier. Barcelona hat gerade so ein paar Talente irgendwie, so Ansu Fati und so ein paar andere noch, ne? So ein paar junge Youngsters, die sie gerade haben, die auch was werden können. Ne? Bin gespannt, wie sich diese Jungs noch entwickeln werden bei Barcelona. Das kann noch Loco Loco werden, sage ich euch ehrlich. Loco Loco! Bester Torwart der Welt, ja. Boah, Wörth kriegt auch ein dickes Upgrade, ne? Shish! Mit Locken auf einmal. Der allerechte Lockenboss. Ja, der hat die gleiche Frisur wie Kane vorhin, ne? Den haben die gleiche Frisur auf den Kopf gesetzt wie den Harry Kane vorhin. Guck mal hier. Guckt euch diese Ähnlichkeit an von der 84er Foden-Karte und von mir. Guckt euch die Frisur an. Guckt euch seine Frisur an. Wir sind's einfach. Wir sind die Brüder. Nur der Bart fehlt dir, Foden. Dann sehen wir gleich aus. 1:1 sogar. Hier, nächste Barcelona.
Legende. Youngster, was für Legende. Digga, 89er Rating versprechen die ihn das schon hart, ne? Das ist schon eine harte Ansage. Das ist schon eine sehr harte Ansage. Warum sind eigentlich die Karten links immer so verschwommen und rechts so scharf? Haben die das extra gemacht, um so mäßig, wir sind 5 Jahre in der Zukunft? Guck mal, die Karte von Grealish so verschwommen und guck mal, die Karte von 2026 Grealish so komplett scharf. So Kamera, die 200.000 Euro kostet oder so gefühlt. Griezmann mit einer 78. Eieieiei. Okay, das ist schmerzhaft. Haaland, jetzt bin ich gespannt. Mach keinen Fehler. Oh, die sehen Haaland auf dem Rating wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und so. Boah, also Haaland soll auf jeden Fall noch eine richtig, richtig wilde Entwicklung durchmachen, aber das kann sein. Der ist mit 21 so krass, das ist unfassbar. Mit 21 schon 88er Rating ist nicht normal. Wirklich nicht normal. Also Real Talk nicht normal. Havertz geht bestimmt auch noch nach oben. Jo, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Boah, Silberkarte! Also ich glaube, bis dahin wird das. Also Silberkarte Eden Hazard, da wird er seine Karriere schon beendet haben. Dass das nochmal vorkommt, glaube ich nicht. Dass Hazard nochmal eine Silberkarte hat. Ja, Ibra muss auch eine Legende bekommen, ne? Ich wäre so eine richtig geile Spielbare hoffentlich. Bisschen mehr Tempo noch als da steht, wäre so nice. Das wäre so geil. So eine geile Ibra-Icon-Karte. Boah, die würde ich die fühlen. Würde ich die fühlen, Leute. Real Talk. Ich würde die vom Herzen spielen. So witzig, da mit dem Fallrückzieher-Tor oder so zu machen. Ha, 35 Tempo. Oh mein Gott. Einfach Busquets sein Sohn. Nee, muss das sein, Kanté Downgrade? Muss nicht sein. Ich liebe doch Kanté. Ich feiere ihn doch. Oh, okay, krass. Okay, crazy. Dass der noch ein Upgrade bekommen soll. Ja, okay, aber der ist auch noch nicht so alt, ne? Lacroix, bin ich jetzt mal gespannt. 85. Also wenn der uns nicht in der Weekend League jetzt schon auf die Eier geht, ne, dann in der Premier League mit so einer Karte vorbei. Ende im Gelände. Da werden wir alle den Glauben an die Weekend League Gegner verlieren, wenn die den Mann spielen. So bei Man City, unglaublich. Ja, ich glaube, mit 38 könnte er sogar noch zocken vielleicht, ne? Da wird er, glaube ich, noch keine Icon haben, meiner Meinung nach. Der ist ja noch fit und der ist ja noch richtig gut. Aber 5 Jahre sind viel, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Lingardinho, crazy. Crazy. So schnell ging sein Anstieg, so schnell ging auch wieder sein Abstieg. Aha, PSG schnappt Llorente, oder was? Laut dem Video. Der ist bei Newcastle. Ich sehe ihn eher bei Newcastle. So wie ich alle bei Newcastle sehe. Wer hat von diesen ganzen Newcastle-Gerüchten gehört, dass die jetzt alle Spieler der Welt kaufen wollen, so mäßig? Würde ich witzig finden, aber wäre halt wieder sowas Quatschiges, ne? Maguire, Digga. Habe ich auch noch nie ein Kopfballduell in Real Life verlieren sehen. Real Talk. Also mit einer 94er Bewertung wäre Stand jetzt besser als Ronaldo und Messi. Ronaldo 92er Rating, Messi 93er Rating, Mbappé 94er Rating. Aber zu der besten Zeit hatten Messi und Ronaldo auch 94er Karten. Also gleichgestellt mit CR7 und Messi. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, der muss auch, wenn er 97 Pace hätte. Bruder, das wäre verrückt, aber niemals geben die Messi 97 Pace. Niemals, oder? Oh, das wäre auch geil, so eine Modric-Icon-Karte. So, ich vermisse noch so eine Xavi, Modric, so eine Icons. Iniesta-Icon, boah, das wäre es doch irgendwann mal. Mason Mount. Ja, fühle ich. Musiala, komm, komm, komm. Stabiles Upgrade, bei mir klingelt es vor deiner Tür. Ich gehe mal ran, obwohl. Ja, ich gehe mal ran. Da. Musiala, schon krasse Karte, ne, wenn er die bekommt. Boah, Manuel Neuer als Icon würde ich fühlen, ne? Aber eigentlich spielen Torhüter ja noch ein bisschen länger Fußball. Die können ja noch gefühlt bis 45 zocken oder so. Neymar, dann schon so ein krasses Downgrade, sehe ich nicht so. Sehe ich Real Talk nicht so. Ich sehe Neymar genauso wie Lionel Messi und Ronaldo noch lange so auf dem Level spielen. Safe, 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 safe. Wer fehlt jetzt ja eigentlich schon noch? Boah, Paul Pogba, krass. Bei Real? Weiß ja nicht, ob er nochmal zu Real wechseln wird. Boah, muss schon viel passieren, ne? Ja, Mann, das werden wir auch noch eines Tages sehen. Safe. Da lege ich. Also, ich will nicht zu viel sagen, aber ich würde, glaube ich, sogar meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber man weiß nie bei EA.
Saka, crazy. Mohamed Salah. Digga, der ist gerade auf seinem Level, ne? So gut war er noch nie. Er ist gerade einer für mich, so mit einer der besten Fußballer der Welt. Top 5 auf jeden Fall. 5 Jahre können viel, viel, viel machen, ne? Verletzung vielleicht und so. Ich will kein Auge legen, aber man weiß nie. Ja, okay. Das war's mit dem Video, Freunde. Das Video ist jetzt durch. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich bin mal gespannt, ob die Karten wirklich so kommen oder nicht. Aber ich freue mich auf die ganzen Icons. Das ist schon mal klar. Wir sehen uns beim nächsten Streamlights-Video. Bis zum nächsten Mal. Peace.